Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragonfall. Wir sind hier auf einem Run und haben festgestellt, dass die Hälfte unseres Teams schon entgegen allen Absprachen mit dem Run begonnen hat. Und wir jetzt gucken wollen, was das für Deppen sind, mit denen wir da zusammenarbeiten müssen. Mhm. As you step through the door, you find yourself confronted by a pair of men wearing the same kind of uniform that you are. Judging by their expressions, there's no love lost between the two. Hearing the door swing open, they turn to face you. Das sind aber jetzt nicht meine Leute, weil ihr wollt ja nicht sagen, dass ihr diese 10 Meter zurückgelegt habt in 10 Minuten. Das ist doch unglaublich. The short of the two, a human with arcane symbols, tastefully embossed into its belt, glares at you. You're here, finally. And you've brought our little mouse. Was? You brought a little mouse of an electrician with you. Ja, sie ist klein, aber mal. Better late than never, but not much better. You're tardy enough as it is. Okay, dich mag ich nicht. He jerks his thumb at the elf standing beside him. I leave it to you to keep our pack mule in line. Was? Erste pack mule? Was? Hä? Du redest wirr. Okay. The elf's lips curl into a snarl. Hanging from his back is a bulging pack that looks incredibly heavy. Das man auch gar nicht sieht. His broad shoulders sag under the weight of whatever's inside. He's dumb as a post, but he can lift heavy things. Ja, damit umschreibst du ziemlich genau den Archetyp meines Elfen. What? Might not be bad in a fight either, at the very least. At the very least he can soak up a few bullets for the rest of us. Oh God, wo sind wir denn hier reingeraten? Staring daggers at the mage. He spits out a long string of foreign words in a single susurrant breath. The sound of it is lovely, but his expression leaves little doubt that the message behind the words is an ugly one. Oh Gott, du kommst aus dem Tür, oder? Aus dem Tier. Und die sprechen doch, was sprechen die? Die sprechen doch irgendeine Elfensprache. Also die vermutlich du da gerade gesprochen hast. Oder aus irgendeinem anderen Elfenland. Weil Tier ist das, was für mich immer am nächsten liegt, was das Einzige ist, das ich mit Namen kenne. And I hope that you can speak Sperathiel. Nee, kann ich nicht. Damned useless immigrants. Okay. Do us all a favor and keep your opinions to yourself. Did I hear that right? Did you really say that I was tardy? I mean, what are you going to do? Send me to detention? Do us all a favor and keep your opinions to yourself. You may be the leader of this team, but I speak my mind whenever I please. Get used to it. Okay, dann könnte es passieren, dass ich dir aus Versehen die Stimmbänder durchschneide. Oder meine Drohne macht das. Mit einer Granate. Also das kann passieren, ich sag's nur schon mal. Oh, and by the way, think you could have gotten here any later, pal? I've got an important meeting to get to, and if I'm late, the shit is going to hit the... This isn't getting us to your meeting any faster. Danke, Jana. He flashes a hateful glance at the dwarf, then turns his attention back to you. No, it isn't. Aber ich rede einfach weiter. Oh mein Gott. Du bist toll. So, let's get to the penthouse and plant the cameras. I'll mask them against detection, and then we can all go our separate ways. The elf mutters something under his breath and hitches the bulky pack up a little higher on his back. His muscles bulge under the strain of it. Are you sure that our friend here only speaks Sperathiel? Das können wir auch ihn fragen. Looks like you drew the short straw on the team assignments, friend. Pack looks heavy, can help you. The elf blinks uncomprehendingly and takes a half step back. Okay, nicht näher kommen. I told you, you can't understand a word you're saying. Das ist eine richtig gute Zusammenstellung für ein Team, ne? So ein bisschen Turm zu Babylon. Turmbau zu Babylon, ne? Also, packen wir. Lustig. Das ist wirklich, das ist die Karikatur eines Runs. Also, das ist nicht echt. Also, beziehungsweise, die wollen sozusagen, wie wir in der schlechtmöglichsten Situation und in schlechtmöglichsten Voraussetzungen
ob wir da unsere Professionalität wahren können. Das wollen die hundertprozentig testen. Es geht ja wohl nicht an, dass ein Teammitglied als einziger nur eine Sprache spricht, die sonst keiner spricht. Das, nee. I told you he can't understand what you're saying. Nothing's come out of his mouth but this pigeon drivel the elves call a language, a Tirthangaya dialect, if I'm not mistaken. I wish that he'd do us all a favor and go back. Address the elf. Can you understand me at all? The musical tones of the elfish tongue pour out of his mouth again, but you can't make out a word. His dialect is quite foreign. Ja, verdammt nochmal, das ist eine Kunstsprache. Natürlich ist das foreign. It's unlike the form of Spirethiel spoken by the elves of Tirnanog. Ah. Oh, ich kenne doch zwei Elfenländer. Fällt mir gerade ein. Okay. The elf falls silent. He looks just as frustrated as the mage is. So Lucas sent me in here with a civilian, an asshole and a guy who doesn't speak German. Wonderful. Your words don't seem to have much impact. The elf skull deepens. Fantastisch. Now that we're all together, let's discuss our approach. Ja klar, hier. Im Gebäude, wo wir... Wir beginnen jetzt mit der Planung des Runs. Während des Runs. Anyone know how we're supposed to get into Alicia's penthouse? I get the distinct impression that none of you actually want to be here. But we've got a job to do, so you're all gonna have to suck it up and deal. Erstmal das Erste. I do. If you can get me to a building access panel that's on the same circuit as the penthouse, I should be able to put its security system into maintenance mode. The job will take some creative rewiring. Well, that and whatever's in the pack that the elf is carrying. Our employers gave me the schematics. And do you know where we'll find that access panel, Mouse? Quit calling me that. And yes, I do. There's an access panel in one of the mid-range apartments on the same floor. My contact gave me a key code that should get us in. You've said should twice already. That makes me feel uneasy. Weißt du, was mich easy fühlen lassen würde, wenn du einfach mal so, wenn dein Kopf jetzt mal spontan explodieren würde? Also muss keine große Explosion, sondern eine kleine Verpuffung würde völlig reichen. Well, there's nothing that I can do about that. It's the plan that I was given, and we're stuck with it. Unless you have a better idea, we'll just have to follow our instructions and hope for the best. Das ist sowas für eine Katastrophe hier. Herrlich. She turns to face you. Get me to a building access terminal on this floor, and I can rewire the elevator. That's the first thing that we need to do. Once we're upstairs, we use the code I was given, I rewire Alicia's security system, and we hide the cameras in his apartment. Well, that's the theory anyway. Wow. I've got a bad feeling about this. Alright then, let's go. Stressed suit. Okay. Was haben wir noch? Hallo! Einen kurzen Rock an. Also, du hast bestimmt dich inspizieren wir mal. Boutique food kiosk. The sign out front advertises a variety of locally sourced foodstuffs, all of them terribly overpriced. Take a closer look. Glancing in the self-serve refrigerated section of the kiosk, you find a variety of sandwiches wrapped in slick plastic. Wrapped in plastic? Oh! nein, wir essen hier, keine Frauenleiche. You could eat for a week for the price of one of these things. Ja, natürlich. Das ist ja hier auch andere Klientel, ne, wa? Step away. Ich würde... Kann ich mit der Frau in den kurzen Rock? Kann ich nicht sprechen. Nee, könnte. Kann ich mit... Ja, ich soll mit dir sprechen. Das ist mir schon klar, Spiel. Du bist, aber ich will erstmal hier gucken, was es hier noch so gibt. Okay. Das ist ein Coffee. Das ist ein... Was ist das hier? Tech-Vendor. Cooperative Woman. Okay, wir gucken uns hier erstmal nur um.
Aha, ist eine Bank. Taylor. Inspect. Ist das hier? Jana studies the junction box for a moment and turns to face you. See that guard in the hallway? Nee. Well, he was standing next to a junction box just like this one. Looks like they're both on the same circuit too. So? So I could use this one to overload the one that the guard is standing by. Yeah, I could feed a nice power spike into that one from here, you know, if you wanted me to. What would that do? Make a loud bang and arc enough voltage into that hallway to knock out a gang of trolls. Können wir das nochmal? Haben wir die Option nochmal? Okay, haben wir. Okay, also sie kann... Wo ist hier ein Guard? Ach, da! Okay, ah, jetzt sehe ich's. Hm, okay. Mhm. Okay, und wir können auch mit ihr reden. Das ist interessant, ob das eine gute Idee ist. Und da müssen wir hin, okay. Hier waren wir noch nicht. Nur für Mitarbeiter. Naja, theoretisch sind wir ja Mitarbeiter. Ups. Restricted Area Security Room. Lalalala. Ich suche nur die Toilette. Okay, dann fangen wir an, mit Leuten zu reden hier. Hallo. A well-groomed corporate couple stand in a corner, browsing racks of pamphlets about neural enhancement headwear. The woman's head turns at the sound of your approach. Upon seeing your uniform, her nose wrinkles. Oh, hello. Are we in your way? We wouldn't want to keep you from your work. The spray-tanned husband chimes in. Should. Right, the last thing we'd want is to come between you people and whatever it is that you do with your hands and such. Können wir die jetzt hier wegschicken, oder? Everything is fine, just in between men. Got some repair work to do. The flux delator is leaking coolant. It really messy job, believe me. No, I'm just browsing. Are you two here to buy? Not for ourselves, but yes, we're here for our son. Okay. Our little Hans deserves the very best, and he'll need it if he's going to compete with his classmates at the academy. That means headwear from Augmentech. Ja, und was ist, wenn die Classmates sich auch Headwear einbauen lassen? Das bringt doch nichts. We may not be as rich as the other parents, but this at least is something that we can do. Okay. Helicopter Parents. Also, dann geben wir unser Geld aus, um unserem Sohnemann Cyberware in den Kopf zu schrauben. Wie alt ist er denn? 8? 10? Don't the kids that are not grown? Ist ein guter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Cyberware for children, stimmt. Das ist tatsächlich, könnte das ein Problem sein. Turner, Mensch, das ist eine erstaunlich überlegte Frage. Allerdings bezweifle ich, dass die Antwort kennen. The stuff isn't cheap. You must be very devoted parents. I'd like to think that we are. Come on in. No, it isn't cheap. But unfortunately, these sorts of enhancements have become nearly mandatory at top-tier schools like the Academy. Aha. Okay.
Our son's classmates come from affluent families. Even the least successful of Hans peers has a pediatric encephalon. And it ranges on up from there. The academy grades on a curve. If we were to send Hans to school without any enhancements, we'd be setting him up for failure. What about the kids that can't afford cyber surgery? The scholarship students, you mean? Well, I suppose that someone has to be at the bottom of the pile. Ist erfrischend. Also deine Offenheit finde ich erfrischend. Yes, but that someone won't be our Hans. It's an unfortunate situation, of course. But then, that's the world we live in, isn't it? Yeah, it is. You wouldn't want Hans to wind up at the bottom of the heap like me. I should say not. You seem like a good man, and I don't mean to insult you, but you know how cutthroat it is out there. Hans will have every advantage, even if I have to mortgage the house to provide it to him. That's big of you. I should get back to work. Goodbye now. Das ist so der Spaßvogel. Okay. The woman behind the counter smiles at you, her cheeks dimpling. Okay, wie sieht das aus? Good afternoon and welcome to Augmentech, the boutique that makes a better you of you. Her voice is overflowing with forced cheerfulness. Idly, you wonder how many times she has to give this exact speech every day. Vielleicht ist sie auch einfach nur eine Drohne, kann ja auch sein. Gibt's ja auch inzwischen, obwohl wir sind ja nicht 2070. Aber 2070 gibt's dieses, da wäre das eine Drohne, glaube ich. Verkäuferdrohne, ist viel billiger. Tell me how I can help you today. I might be in the market for some cyberware. Then you've come to the right place. She gestures. Also eigentlich sind wir hier für einen Run, aber wir gehen erstmal shoppen. Ich würde sagen, so professionell wie unser Team bisher sich dargestellt hat, ist das völlig angemessen. Please feel free to browse our catalog. We have a huge stock of performance-enhancing augmentations to make you into the person you've always dreamed you could be. Look at the catalog terminal. Scanning over the tastefully designed catalog, you find the most of Augmentech's stock consists of overpriced cosmetic cyberware, metabolic tweaks to help burn away cellulite, ruthenium polymer hair extensions, ultra-expensive leonization treatments aimed at wealthy septuagenarians? Okay. Throughout the back of the catalog, you find some more practical chrome, but nothing that a Shadowrunner would want. From designer replacement limbs to nephretic screens for alcoholics, Augmentech carries the very best in fashionable implants for the ultra-rich. The mental enhancement section is a little more promising. Was soll denn das heißen? But you don't see anything that you couldn't already find in Kreuzbazar. You're about to turn away when an ad on the last page grabs your attention. The newest iteration of the encephalon system, complete with an integrated math SPU. Also, wir bauen uns einen Taschenrechner ein. The Encephalon Next registered trademark is bleeding edge commercial grade tech. Non-compete agreements prevent it from being sold at most stores. Ah, das ist ja so eine Art Apple-Boutique. But you found one that carries it. Hey, this headwear looks interesting. Mind if I take a look? She glances at the item on the screen. Looking at the new encephalon, huh? Good choice. Our regional supervisor has one, and it is amazing. Totally worth the price. And what is the price? It doesn't say on the screen. Das ist ein bisschen verdächtig. We're doing a special right now. What? Yours for only 250 million. Das ist ein Witz. That's actually really cheap. Okay, sign me up. Da ist da bestimmt noch irgendwo, müssen wir da irgendwie so einen 20-jährigen Knebelvertrag zu abschließen mit 30 Nuyen pro Woche oder so? Weil das kann es aber nicht sein. That's wonderful, good choice. I'll just swipe your credit stick, then I'll print up your purchase order. Okay, where do I go to get it installed? Is your dog in the back or something? Oh, I'm sorry, I'm afraid that you don't understand. We're a boutique shop, not a cyber surgery clinic. We can sell you the device and have it sent to the clinic of your choice for installation, but we don't do the surgery here. Of course, your doctor will bill you separately for installation. But this way, you can ensure that the procedure is carried out wherever you most comfortable.
Still take it. Please have it sent to the Triage Cyberklinik in the Kreuzbursa. Dann bin ich mal gespannt, was der Kollege Doktor haben will. She swipes the cut stick and punches a few buttons on a PDA. Also verkaufen die nur die Lizenz sozusagen, oder die... Oder was? Also, weil... Naja, egal. A flimsy slip of paper spills off the terminal you're standing at and into your hand. Slip of paper. Okay. The saleswoman beams at you. You are now the proud owner of an Encephalon Next. We'll have it sent to the Triage Cyberclinic as per your request. When you arrive, just show the doctor or a member of his staff... Er hat keinen Staff. The proof of purchase that you're holding and he'll know what to fetch for you. Thanks. Thank you, sir. Have a great day. Wow. Was ist das denn? Und dann müssen die aber doch mit den Docs und mit den Cyberclinics auch noch irgendwie einen Vertrag haben. Die müssen doch irgendwie dann an den Einbaukosten beteiligt werden, weil... Oder... Na gut, vielleicht soll der erstmal abwarten und gucken, was das macht. Vielleicht ist das Ding so ein Schrottteil, dass es wirklich nur 250 Nuyen wert ist. Das kann ja sein. Ja. Sekunde mal kurz. So, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal gucken. Die haben wir noch nicht geredet. Hallo, Herr Suit. The well-dressed Orc stops his pacing to stare at you as you approach. Heavy worry lines edge his forehead and his eyes are bloodshot. He looks like he hasn't slept in a month. Dann wäre er jetzt tot. I don't want to be rude, but I'm a little busy right now. If this is about building maintenance, take it someplace else. Watch it, you don't get to talk down to me like a janitor? Yes, I do, because that's what you are. If you want to keep wearing that uniform, you'd better watch the attitude. Now, isn't there a floor that you could be cleaning or something? I've got a lot on my mind to worry about. Important things, I don't want to be bothered. Hey man, relax, I'm sure that is all going to work itself out. With a visible effort, he calms himself. Look, sorry. I'm not trying to be unpleasant, it's just that I have a huge presentation to give to the board in 20 minutes. I stayed up all night practicing it, and now I'm so tired that I can't even remember my own name. That's rough. I'm going to botch this, and the worst part is most of those bastards will assume that it's because I'm an orc. They already make jokes behind my back. After this, it's gonna get a lot worse. That's tough, man. Best of luck. Okay. Strange. Ihr habt das Gefühl, da müssten wir irgendwas machen. Können wir dir einen Kaffee kaufen? Hier kann man Kaffee kaufen. Offensichtlich nicht. Hier auch nicht. Warte mal, hier. Können wir hier... Ich will dem Mann einen Kaffee kaufen. Und ich will jetzt nicht zum Kreuzbazar zurück. Um einen Kaffee zu kaufen. Salesman Taylor. Okay, nee, hier gibt's keinen Kaffee. Nee, hier sind Hemden. Die Perks, das hättest du sehen können. Expression brightens at your throat. Welcome to Dunkley's Fine Clothiers. Are you shopping for a suit? Ja, ich habe hier einen Suit hier hinten, der braucht einen Kaffee. A fashionable business suit made of ballistic cloth catches your eye. Okay. It would be a simple matter to slide it under your baggy maintenance overalls. Na klar, da können wir einen ganzen Anzug drunter verstecken. Ohne dass das auffällt. Na klar. Let me see that suit. Good choice. Style and safety. You have a good eye. Here, let me show you to a dressing room. Plus 2 Charisma. Das ist nicht schlecht. Und ich bin ja versucht, das auszuprobieren, ob wir dann, wenn wir auf diese Weise Charisma dazu kriegen, ob wir dann eine zusätzliche Etikette bekommen, weil wir dann ja 6 hätten. Wisst ihr was? Das testen wir mal. Takes your arm, okay. Okay. So. Können wir das jetzt... Wie können wir das Ding jetzt anziehen? Hier.
So, wir haben jetzt plus 1 Intelligence, plus 2 Intelligence, plus 1 Biotech. Wenn wir jetzt das nehmen. Wow. Okay. Spiel. Alles gut? Spiel. Okay. Ja gut, wir sehen es nicht, weil wir ja unseren Maintenance Overall anhaben, aber... Charisma 6. Warum kann ich... Okay, also hier taucht es nicht auf. Mit anderen Worten, ich bekomme keine zusätzliche Etikette dazu. Das ist Mist. Hm. 1500 ist eine ganze Menge, aber andererseits, Charisma 6, vielleicht können wir das nochmal brauchen. Weil ich meine Biotech, den zusätzlichen Movement-Punkt habe ich bisher noch nicht gebraucht. Biotech plus 1 war auch nicht so wichtig. Ja, wir lassen das Ding erstmal an. Wir sind dann zwar komplett overdressed im Kreuzbazar, aber whatever. So, also mir fehlt immer noch, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir dir irgendwie was Gutes tun können. Können wir hier noch draußen nochmal irgendwas machen? Habe ich da irgendwas übersehen? Okay, wir können raus, ohne dass die Mission abbricht, oder? Ja, können wir. Okay. Hier können wir nicht reden. Oh, hier geht's noch. Fuck, hier geht's noch weiter. Hier war ich noch nicht. Hahaha. Okay, was ist. Waitress! Ah, und du verkaufst Kaffee. Habe ich recht? The waitress steps forward to greet you. A drink menu in her hand. Welcome to Cuff Shack. Genau das suche ich. Home of the budget-friendly caffeine fix. May I help you? Warum kann der Ork hier eigentlich nicht hergehen? Aber egal. What do we have? We got the cheapest soy coffee in Berlin, guaranteed. Auf dem Konzerngelände. Okay. Dir glaube ich das irgendwie nicht. She pauses for a moment and looks you up and down. You've been around long enough to know when you're being sized up. Finally, she continues. But of course, for hardworking folks like yourself, we do have other options. Options that corporate security doesn't tend to appreciate very much. Productivity enhancers. Get the picture? Ja, verkaufst Drogen, aber welche? There's nothing I love better than enhanced productivity. What are you offering? She smiles slyly. I've got just thing for that big presentation. Or that make a break annual report. It's called Jolt. What? Okay. And it's amazing! Imagine a great big cup of caffeine, only without the nasty crash of the jittery stomach. Das ist mir noch nie passiert. You can take as many as you need without winding up in the hospital, and each one will keep you up for a couple of hours. Das klingt echt ganz praktisch. Show me. Wow. Was haben wir? Okay, müssen wir dem Suit vielleicht das geben? Weil meine, sie hat ja genau das gesagt für für eine große Presentation oder so. Ja, kaufen wir einfach. Confirm. Okay. Suit sieht echt ein bisschen, weil mit dem Deck da hinten drauf sieht das echt albern aus. Aber gut. Okay. Dankeschön. Bäckerei-Café. Schön. Okay, jetzt komme ich auf die andere Seite auch noch. Vielleicht verkauft da noch einer Raketenwerfer oder sowas, was ich übersehen habe. Nee, sieht nicht so aus, oder? Nope. Okay. Guten Tag, bleib doch mal hier. Yep, tatsächlich, geil. Oh, come on, I ask you to leave me alone. You wanna do it or... What? You wanna do it or do you wanna make me angry? Do it?
Ach so, dich alleine lassen, okay. About your board meeting, I've got something that might help pick you up. Is that jolt? I haven't had that since I graduated from business school. Oh man, that stuff is the best. Das ist übrigens 50 Meter von hier entfernt, kannst du das kaufen. Aber gut, dir hättest du es wahrscheinlich nicht verkauft. Okay. How much would it be worth to you? He searches his pockets, growing increasingly frantic. God damn it, I left my cred stick at home. Okay. Yeah, I've heard that one before. No, really, it's true. He pats his pockets again. Nothing. All right, look, I need to get to my meeting right away, but here's what we can do. I'll give you my room code. What? You pop in and take the cred stick off of the table. There's a couple hundred New Yen on there, and that should more than compensate you. Du bist verrückt, oder? Oh Gott, also nicht nur ist unser Team völlig inkompetent, auch unsere Gegenseite ist komplett inkompetent. Das ist lustig, das wird ein geiler One. Das wird echt, das wird der reizte, die reizte Freakshow hier. Okay, ja klar. Und wir nehmen sonst aus deinem Raum nichts mit. Just do us both a favor and don't take anything else, okay? Okay? If you try to rob me, the security cameras will catch it. Habe ich schon meine Zweifel? Wir sind vom Maintenance, ne? Wir können... Quetzig on the table. Got it. Nothing else. No problem. Suit Stalker. Fantastisch. Das ist so irre. Okay. Okay. Ja. Okay, da würde ich sagen, das ist ein guter Punkt, um hier das Video zu beenden. Wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter, beziehungsweise fangen dann mal an mit unserem Run, würde ich sagen. Haben wir bisher noch nicht wirklich was gemacht. Also wir können hier den Kollegen irgendwie elektrifizieren und dann haben wir hier noch jemanden, der in einem Security Room steht, den wir vielleicht besser in Ruhe lassen sollten. Nur nochmal gucken. Oder konnte man mit dem auch reden? Wir gucken nochmal kurz. Ja, konnte man. Mal überlegen. Ja, also wir werden beim nächsten Mal hier in irgendeiner Form mit dem Run anfangen. Versprochen. Also, bis dahin. Tschüss.